Ich würde sagen, wir ziehen uns das ja noch rein. Deutsche Memes, die keine Tageslichter mögen. Mit was ist denn für ein Name? Trimac, guck mal, der Thumbnail hier, ne? Siehst du den? Ja. Ach, guck mal, der sieht aus wie du. Ja, ja, genau. Krass. Gerne Clips zu Instagram, Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Ich check diese Robbe nicht, ne? Guck mal, einen Magnet reinwerfen. Ja. Da mal einen Magnet rein. Let's go. Überschaubares Chaos, stapelweise Kartons und Dreck. Nur ganz schmale Gänge verbleiben zwischen Tonnen von Müll. Dietrich hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Deshalb ist C-Max nach Barcelona, was das war seine Wohnung davor. Was? Die Seite vom Greenscreen ist viel heller. Das ist Tageslicht. Ekelhaft. Das kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen bei Zocken. Mango, 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 Mango. Wenn der Betriebs, wenn der Chef sagt, wir machen so ein Firmencamp. Weißt du, wie oft ich bei sowas aufgetreten bin früher? Wirklich jetzt? Ja klar. No joke. Danach, ja, pass auf, der macht da jetzt kurz Pause. Danach sagt er so, und jetzt haben wir noch was ganz Besonderes. Jetzt werden sie in die Welt der Magie entführt. Und dann kommst du raus. Dann komm ich. Und dann? Mach ich Ballontiere. Das ist neu. Das ist neu. Haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Boah, die ist schon cute, oder? Die wäre was für dich. Die ist so süß, oder? Ja. Ja, will mich aber nicht. Schade. Magnet reinwerfen. Haus von Trimax. Hat Trimax wieder ein Hostel gelassen, oder? Oha. Nachdem ich von Trimax gehostet worden bin und Trimax komplette Familie, Community hier gerade. Oh nein, liebe Tri-Army, oh nein. Danke, Trimax, für den Host. Mach mal lieber den Streamer aus dem Spiel mit Lego. Weißt du kleiner Sohn, verpiss dich einfach aus meinem Stream. Ich erzähl dir, was ich will, und wenn ich mir im Stream einen wichsen will, dann wick ich mir einen im Stream vor Kamera. Warst du das am Anfang von deiner Streaming-Karriere? Alright, Digga. Da mal einen Magneten gegenwerfen, oder? Weißt du? Und wenn dir das nicht passt, was ich hier mache, dann kannst du dich direkt verpissen gehen, Alter. So, dann sollen wir mal sagen, Montana Black hat keinen guten Einfluss auf unsere Jugend. So. Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mar und Ed und Vicky kommandieren ihn herum. Aber stell dir vor, Monta als Kindermädchen, Feierabend. Die Faustregel ist, nie was kaufen, was größer ist als dein Schniedelwutz. Nie. Das heißt, du dürfst auch kein iPhone Pro Max kaufen. Habe ich auch nicht. Ich habe iPhone Mini gekauft, war immer noch zu groß. Das heißt, du dürftest dir niemals ein Auto kaufen oder sowas. Ich laufe. Du dürftest keine Wohnung besitzen. Ich habe einen Karton geholt. Alles klar. Wie... Schuhkarton. Kleiner Karton, ja. Wie groß? Ungefähr so. Alles klar. Ich kaufe alles, Bruder. Kein Problem. Aber ich kaufe nie etwas, was größer ist als mein Schniedelwutz. Sag mir, wie du heißt und dann sag mir, wie es die anderen Leute aussprechen. Hi, mein Name ist Abdi, aber viele Leute nennen mich auch Abdi, ich kann nicht mehr. In 3, 2, swear. I like to be everything you want. Pedro ist gerade das Herz aufgegangen. Digga, ganz ehrlich, mir blutet gerade der Arsch. Imagine, Alter, der singt einfach, wie Romatra spricht. Das klingt wie so ein ganz fieser Filter, den man da drüber gelegt hat. Du besoffen beim Döner eben bist bei der Zubereitung deines Döners zusiehst. Ja, richtig, ja, ja, hau. Ja, so nice, geil, oh. Ja. Wenn du auch kennst das, Digga, wenn du wirklich so stehst so und du bist so richtig rotze besoffen und du guckst so und siehst schon so, wie sowas geiles zubereitet und du denkst so. Und du bist so wirklich so, ne, tu noch ein bisschen mehr Soße. Du bist nicht mehr ansprechbar, Alter. Ey. Und da würde ich mal sagen, so. Florian, du hast den Delta-Bot! Deine Jungs.
Florian, mach den Computer aus! Florian, du bist sofort jetzt aus von Florian. Florian, sofort. Reicht, Junge. Florian, raus mit dir. Neues Album von Knossi, oder was? Hä? Neues Album von Knossi, oder? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde es mir auf jeden Fall nicht anhören. Oh, was? Der flutscht da raus? Der flutscht da raus! Der ist rausgeflutscht! Oh nein! Max und Selina einfach. Wie kommt man auf sowas? Are you ready? I guess. Okay, yeah. Just put your hand through. Yep. Yep. A little lower, a little lower. Yeah. Keep going. Was ist das? Yeah, what is this? Yep. Just go all the way through. Oh my god. Yeah, yeah. What is that? Keep going. Keep going. Keep going. Okay. Okay. Cool. Now, take your hand out slowly. Okay. Was? Nice and slow. Oh nein! Oh nein! Oh fucking nein! Oh Gott, nein! Er hätte sich dafür einfach einen Pony gemietet. Alter, die Arme, wenn sie wüsste, dass sie eine Melone gefistet hat und kein Pferd, ist ja viel schlimmer. Ja. Es reicht so nicht, gute Noten zu haben. Es reicht auch nicht, fleißig zu sein. Das ist völliger Quatsch. Okay. Also diese Erzählung von sei nur fleißig, reiß dich mal zusammen, durch Anstrengung kriegst du es hin. Das ist diese ganze Kontra-K-Scheiße. Erfolg ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen und so. Jeder kann es schaffen. Das ist so nicht, sondern das erzählen sich die, die Geld haben, um ihr eigenes Geld zu legitimieren. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Chat, no joke. Ihr könnt es alle schaffen. In Deutschland herrscht absolute Chancengleichheit und ihr könnt es alle schaffen. Ihr könnt es... Guck mal, dann lacht er schon beim Sagen. Ja, klar. Chancengleichheit. Wir sind gerade zu Hause. Ich sitze zu Hause, während er sogar Shisha bekommt. Digga, der raucht einfach Shisha. No. Räuch auch immer. No! Was? Digga! Möchten Sie ein Taxi bestellen? Ja, wo? In welcher Straße? Welche Straße? In welcher Straße dürfen wir Sie abholen? Ich verstehe ganz schlecht. Ich verstehe Sie auch sehr schlecht. Sie wollen ein Taxi bestellen? Ja, okay. Aber welche Straße? Genau. Hast du das letzte Mal? Das ist nicht aber cool. Warte mal, da muss ich mal kurz deine Mama anrufen und fragen. Ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern, Digga. Ist da die Mutter von Kemal? Ja, hallo, na Süße. Du sag mal, wann haben wir denn das letzte Mal gefickt? Kannst dich auch nicht mehr so genau dran erinnern? Dann sagen wir mal vor einer Woche, oder? Gut, alles klar. Nee, dein Sohn hat gefragt gerade bei mir im Stream. Okay, ciao. Was viele nicht wissen, das ist echt, ne? Ja, natürlich. Und Monta ist jetzt halt der Stiefvater von Kemal. Richtig. Ja, und möchte aber keine natürlich. Alimente zahlen. Richtig. Scheiß Marcel. Ja, Kemal, so vor einer Woche ungefähr, Bruder. Okay. I'll fight you for it. What the fuck? Fuck, Alter. Was ist das? Nein! Oh. Nein! Ich kann das nicht mit anschauen. Oh mein shit. Gott. Oh nein! What? Der hält der Klemmbausteine! Oh nein! Der hält der Klemmbausteine, kriegt gerade einen Schlaganfall! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Bro! Der komplette Sternzerstörer! Ich glaube, zerstört. 10.000 Teile oder sowas, sogar mehr. Ich weiß es nicht, wie viele Teile hat der Chat. Mein Gott. Oh! Das tut ja im Herzen weh. Oh fuck! Ah. 11.000 Steine, glaube ich, ne? Ja. Wow! Oh. Hallo Maxi. Ich bin der Fabi. Und ich kann immer so schlecht im Flugzeug schlafen, wenn du nicht da bist, Maxi. Wir haben jetzt genau
17.46 Uhr. Maxi. Ich vermisse dich so sehr. Okay. Und damit du meinen Schwanz nicht vergisst, zeige ich. Farid? Ich ihn dir nochmal. Tschüss, Maxi. Aber ganz kurz, oh hast du gehört, Gott, welche Uhrzeit er gesagt Gott, hat? Oh mein Gott, weißt du, auf was das die Anspielung ist? Nein, aber weißt du die Uhrzeit, die er gesagt hat? Was denn? 17.46 Uhr, wie spät es ist. Alter, Farid Bang. Er hat das vor 4 Minuten aufgenommen. Junge, 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 es ist instant im Internet. Das ist ein Low-Key-Front an, ja, Carsten sagt es gerade, Lena Meyer-Landrut. Weil Lena Meyer-Landrut hat mal so, hey Maxi, und damit du nochmal meine Titten siehst, dann hat sie ihre Brüste, ja. Echt jetzt? Ja, huch. Gab's mal so ein... Huch! Nicht, also... Ich habe den, wie gesagt, ich habe so erzählt bekommen tatsächlich. Ja. Jetzt ist es aber nicht gesehen oder so, nicht auf Reddit danach gesucht. Seht ihr, Freunde, so schnell kann es gehen, pass auf. Lena Meyer-Landrut hat mir nie geantwortet auf Instagram. Sie ist jetzt mit Mark Forster zusammen, glaube ich. Ja, und schwanger. Junge, die muss man sich mal vorstellen. Digga. Forster Meyer-Landrut. Stell dir mal vor, Mark Forster bolt dich out. Mark fucking Forster, Alter. Der muss so ein Riesenschlörres haben, Alter. Mark Forster muss. Baby ist schon da. Ach Quatsch, das ging aber schnell, die Waffe. 3 Buchstaben, ein Wort, komm hier drauf. Jetzt, Sachs, Six. Nee, Sox. Jo. Nein, ist nicht. Ein S am Anfang, ein E in der Mitte und als letztes ein X. Ja, weiß ich nicht, Alter. Lieber Teil, danke schön. Was für eine Scheiße, Alter. Woher soll man das wissen? Wenn du es nicht weißt, dann bist du jetzt ein Stück Scheiße. Es muss Sachs sein, Alter. Nein, S am Anfang, ja. E in der Mitte, ja. Und als letztes ein X. Sachs. Digga! Das wäre Six gewesen. Ja. Ey, das muss man doch wissen. Ja. Das muss weiß man doch wissen. Ach so, Alter. Servus, Freunde. Amar ist back. Ah. Warum? Und ich darf euch heute ganz gechillt begrüßen. Von wem war das nochmal, das Intro? KS? Ich weiß es nicht. War das nicht KS? So, für mich gibt es 3 Kategorien, in denen ich mich besonders wohlfühle. Das sind Autos, Sportwagen, so wie dieser Ferrari. Wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall Schmuck. Mhm. Bling, bling, ich bin immer iced out. Ich habe immer Juwelen irgendwie an mir, das ist ganz klar. Und die 3. Kategorie, auf die ich krass abfahre, ist natürlich Drinks, weil ich bin einfach ein Party-Tiger, Moneyboy, auf jeder Party am Start. Und ja, Grey Goose, Champagner, das ist meine Welt. In dem Sinne würde ich einfach mal... Alter, ich will noch ein deutsches Video, deutsche Memes, deutsche Video-Memes, deutsche Meme-Video.